Rusalka. Rusalka ist eine Sagengestalt in der slawischen Mythologie. Rusalka ist ein weiblicher Wassergeist. Rusalka gehört als solches zu den Undinen. Rusalka ist ein Wassergeist niederen Ranges. Insbesondere in der russischen und in der tschechischen Mythologie wird von Rusalken gesprochen. Es gibt die Aussagen, dass Rusalken ertrunkene Jungfrauen sind und dass sie letztlich ertrunken sind und dann nicht in die höheren Ebenen hochsteigen konnten. Und so gibt es in der Nähe von Seen und Flüssen Rusalkas, Wassergeister, die die Geister von Verstorbenen sind und sich irgendwo niedergelassen haben dort. Sie sind oft etwas traurig und es geht ihnen nicht so gut. Rusalka sind manchmal auch solche Frauen, die vom Vodjanoi, W-O-D-J-A-N-O-I, ins Unterwasserreich entführt wurden. Rusalken leben tagsüber am Grund von Flüssen, gehen nachts an Land und vereinigen sich im Reigen oder tanzen auch. Wer das Gelächter der Rusalken hört, ist fast sicher des Todes, gemäß dieser Sagen. Und wenn Rusalken eine Person in ihre Gewalt nehmen, stellen sie dieser Person drei Fragen. Wenn jemand alle drei Fragen beantworten kann, so lassen die Rusalken die Person in Ruhe weiterziehen. Bei mindestens einer falschen Antwort kann man dem Tod nicht mehr entfliehen. So gibt es andere Aussagen. Es gibt einen der Rusalka-ähnlichen Naturgeist, nennt sich Vila. Und es gibt natürlich auch die Nymphen, die auch Wassergeister sind. Rusalken kann man aber auch anders interpretieren. Sie sind einfach die Wasserwesen, die dort sind. Und wenn du das nächste Mal an einem See bist, kannst du Kontakt aufnehmen zu den Wasserwesen. Nur dann, wenn man sich unbedacht und ohne Respekt nähert, spürt man irgendwo sich unangenehm. Manchmal kommen nämlich die Feinstoffwesen, um einen aus der Eile herauszubringen und einen herauszuholen aus dem Unbewusstsein. Wenn du an einen See gehst oder an einen Teich im Wald, dann kannst du einen Moment innehalten. Du kannst dich hinsetzen, du kannst Kontakt mit dem Wasser aufnehmen und dann kannst du merken, dass die Wassergeister, und dazu gehören dann auch die Rusalken, dir helfen, deiner Seele Trost schenken und dich verbinden mit dem Wasserelement, was auch und gerade bei viel Unruhe, bei geistigem Leiden, bei Reizbarkeit dir Trost schenken kann, Ruhe schenken kann, Vertrauen schenken kann.